Hallo zusammen, mein Name ist Dominik und ich möchte euch heute kurz den PHP-Storm vorstellen, eins meiner am meisten genutzten Tools im Arbeitsalltag. Warum PHP-Storm? Naja, einfach mal ein bisschen Kontrast zum beliebten VS-Code, das natürlich auch eine sehr effektive und sehr mächtige IDE ist, gibt es halt PHP-Storm durchaus schon länger. Und er bringt auch sehr viele Funktionen im Detail mit, die vielleicht besser sind wie bei VS-Code. Oder einfach auch, ja, ist im Detail sehr viel mitgedacht worden. Und ich möchte euch heute einfach in 5 Minuten einen kurzen Überblick über den PHP-Storm geben, was der so kann, was der schon integriert hat, um für dich dann so einen groben Überblick zu liefern, wo du sagst, okay, das ist cool, das Tool, das möchte ich mal ausprobieren. Okay, also dann wechseln wir mal zu mir rüber auf meinem Bildschirm. Ich habe hier schon mal eine Datei geöffnet. Das ist dann auch schon mal so eine ganz simple Ansicht vom PHP-Storm. Wir haben eben hier drin unser Codefeld. Da können wir unseren Code sehen und editieren. Wir können natürlich das Fenster in verschiedene Richtungen splitten. Das heißt, ich kann es nach rechts splitten, nach oben, nach unten. Ich kann meine Fenstergrößen anpassen. Ich kann Dateien auch aus den Tabs hier oben nehmen und verschieben. Hier drüben habe ich den Dateibaum. Ich denke, den muss ich nicht groß erklären. Es werden die gängigen Dateitypen erkannt, mit einem Icon dargestellt. Ja, hier eine weitere Stärke von PHP-Storm, die man dann schon sieht, auch in der Package-JSON. Also wer öfter mit NPM-Projekten arbeitet, der weiß, dass es hier diverse Skripte zum Starten gibt. Das kann man hier dann zum Beispiel direkt tun. Skript, das startet quasi einen lokalen Server, der dann verschiedene Sachen kompiliert und eine URL bereitstellt. Das kann man dann hier auch über das Run direkt sehen, neu starten und stoppen. Es gibt einen integrierten Git, das heißt, man kann hier die Commits sehen und man kann hier sich unten auch den Git-Baum komplett öffnen und sich seine verschiedenen Commits ansehen und dann auch sehen, welche Dateien hat man denn bearbeitet und die dann zum Beispiel mit dem aktuellen Stand vergleichen. Sprich, was hat sich da zum Beispiel geändert? Ich kann verschiedene Branches einsehen und dann hätte ich jetzt im Git zum Beispiel direkt die Änderung und kann sehen, okay, die Datei hat sich geändert, kann mir Unterschiede anzeigen lassen, die Änderungen dann auch wieder übernehmen oder auch nicht oder zurücksetzen. Das öffnet sich dann hier auch wiederum in separaten Tabs. Bei größeren Dateien kann man hier eine Struktur einsehen. Das ist die natürlich gerade leer, weil es keine Funktion ist. Dann kann ich hier in dieser Klasse oder in dieser PHP-Datei dann die Struktur einsehen und verschiedene Funktionen aufrufen und muss nicht unbedingt groß suchen. Die Suche ist auch ein gutes Stichwort. Ich suche jetzt einfach mal nach dieser Funktion, denn es gibt eine sehr gute globale Suche im PHP-Storm. Da kann man dann zum Beispiel nach Begriffen im kompletten Projekt suchen und dann sucht er mir überall raus, wo diese Funktion zum Beispiel verwendet worden ist, in welcher Datei, in welcher Zeile. Ich kann hier die verschiedenen Ergebnisse anklicken und mir anzeigen lassen. Und ich könnte auch hier drin direkt zum Beispiel auch Änderungen in der Datei vorführen, ohne dass ich die Datei wirklich öffnen muss und kann es halt dann direkt ändern. Es gibt auch einen integrierten REST-Client, zum Beispiel über meine WordPress-API eine Anfrage stellen, so hey, gib mir mal diesen Post zurück. Die URL, die aufgerufen werden soll. Und in diesen REST-Client sehe ich dann hier das Ergebnis als JSON in dem Fall. Kann hier verschiedene Anfragen speichern oder zurückbehalten. Ich kann sie erneut starten lassen. Oder mir das Ergebnis wird dann auch automatisch in eine Datei ausgegeben. Die kann ich dann zum Beispiel hernehmen, um Requests einfach zu speichern. Dann gibt es einen schönen Bereich Deployment bzw. Remote Host. Das heißt, ich kann mein Projekt mit einem Live- oder Entwicklungsserver verbinden und zum Beispiel die Änderung, die ich jetzt hier gemacht habe, kann ich einfach hochladen, also Deployment Upload To. Ich kann aber auch zum Beispiel einen Merge machen, das heißt, ich vergleiche lokal und entfernte Dateien, kann hier die verschiedenen Änderungen einsehen, also hier habe ich jetzt zum Beispiel nur die Versionsnummer geändert, ich kann diese Änderung zurückführen lokal oder eben die komplette Datei mit der lokalen und der entfernten austauschen. Das funktioniert in beide Richtungen und auch mit mehreren Servern.
Außerdem habe ich auch einen Datenbank-Client mit integriert. Sprich, ich kann bei einem Projekt live mit auf die Datenbank gucken, kann mir hier die Struktur ansehen, kann die verändern, kann sehen, welche Dateitypen das sind oder Feldtypen, sind die Spalten angelegt. Oder ich kann mir auch einfach die Tabellen direkt ansehen und hier verschiedene Requests bauen oder zum Beispiel ein Select. Also ähnlich wie beim REST-Client, dass ich sage, okay, ich mache jetzt hier drin eine Abfrage und kann mir die dann auch speichern. Zu guter Letzt, es gibt noch ein integriertes Terminal, sprich ich kann hier halt dann die Dateien anzeigen lassen oder ja, zum Beispiel auch ein Skript ausführen, ja, in einem separaten Fenster. So kann man das halt auch direkt im PHP-Store machen, was sehr praktisch ist. Genau, das soll mal ein bisschen länger als 5 Minuten Überblick über PHP-Store gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst es uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Schreibt einfach, sagt Bescheid. Oder wir machen noch ein Video, das dann einfach an dieses jetzt anschließt, wenn es da einfach noch mehr Fragen gibt, weil PHP-Store ja trotzdem ein recht mächtiges Tool ist. Ansonsten, klickt unten auf die Glocke, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao!